angekommen in der Gefahr. Doch worum es jetzt hier genau geht, das verraten wir euch gleich. Über einem Jahr haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, um ein neues PCGH in Gefahr zu drehen und sind dafür über 600 Kilometer in die Niederlande gefahren. Und zwar sind wir eingeladen von der Firma Trotec und der Josef wird uns gleich den vermutlich mobilsten Lüfter und größten Lüfter der Welt zeigen. Verdammter Mindestlohn, alles muss man selbst machen. Sonst können wir uns schon keine Praktikanten mehr leisten. Und dann wundern sich die Leute wieder, dass es nur alle ein bis zwei Jahre ein neues Video gibt. Verdorbene Lebensmittel schreddern finde ich inzwischen moralisch verwerflich und weil wir hier keine nicht verdorbenen Lebensmittel zur Hand haben in Holland, werde ich da jetzt auch keine Karotten, Bananen oder auch sonstiges in den Lüfter reinstecken. Tja, was bringt der größte Lüfter der Welt, wenn keine LEDs vorhanden sind? Das würde diesen Lüfter natürlich ein bisschen abwerten in unserer Testtabelle. Und Case Modding ist ja sowieso im Trend, also was spricht dagegen, da jetzt einfach mal ein bisschen Case Modding zu betreiben? Firma Trotec vermietet ja den TTW 400.000 und was sind das jetzt für Einsatzzwecke, für die der Lüfter verwendet wird normalerweise? Also dieser große Ventilator wird in Hallen zur Be- und Entlüftung benutzt, in Tunneln zur Be- und Entlüftung. Der wurde bei der Firma Daimler benutzt für Sprintertests. So wie er hinter uns steht, liegt bei 50.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Da man den aber nicht an eine handelsübliche Steckdose anschließen kann, benötigen wir einen Generator. Der liegt ungefähr bei 12.000, 13.000 Euro. Oh, ja, das ist teuer. Ja. Im Prinzip ist das relativ effizient. Man muss ja den PC nur mit einem einzigen Lüfter betreiben. Wobei effizient ist natürlich auch eine Ansichtssache. Bei 24 Cent pro Kilowattstunde kostet mich der Betrieb, wenn ich, sage ich mal, 3 Stunden pro Tag zocke, um die 23.000 Euro. Hat der Ventilator eigentlich genug Kraft, um abzuheben, wenn ich den jetzt kippe? Also wenn wir ihn hochkant stellen würden, dann würde er sich zwar weiterhin drehen, aber es würde keinen Effekt erzielt damit. Oh, schade. Also der Flügel, der besteht aus Aluminiumdruckguss und seine volle Leistung erreicht er bei 738 Umdrehungen pro Minute. Alles unter 800 Umdrehungen ist ja eigentlich ein super Silent-Lüfter, von daher müssen wir mal gleich mal die Lautstärke messen, wie laut er wird. Das machen wir gleich. Messen wir mal die Windgeschwindigkeit, mal gucken, ob es nicht weggeht. Anzubieten. 2,37 Meter. Ja, Schrauben nicht an den Standardpositionen. Eine Montage im Gehäuse dürfte also schwierig werden. Entkoppelt ist der Lüfter auch nicht. Also Silent Freaks könnten vielleicht enttäuscht werden. Punkte gibt es auch wegen der Lüftersteuerung. Man kann hier das stufenlos regeln. Ansonsten, das Gewicht liegt bei 2,8 Tonnen. Die Leistungsaufnahme 90.000 Watt wird zur Verfügung gestellt von diesem Generator. Kabellänge ca. 5 Meter. Die wichtigsten Fragen, die uns jetzt am Anfang interessieren, kann man diesen Lüfter übertakten? Will it blend? Oder was passiert, wenn man Stefan Wilkes Bart in diesen Lüfter reinhält? Gleich werden wir hier diesen normalen Kühlblock entfernen. Zuvor messen wir aber den normalen Wert und versuchen hier den PC mit diesem einen Lüfter hier zu kühlen. Da uns Intel CPUs einfach zu teuer sind und wir aber ein CPU-Top-Modell haben wollten, nehmen wir jetzt ein AMD Ryzen 7 1800X mit 8 CPU-Kernen. Die spannende Frage, schafft es dieser Prozessor ohne Kühlblock? Dazu schalten wir jetzt diesen Lüfter an. So, erstes Fazit, er lebt noch, also die Schutzschaltung hat funktioniert. Also nachdem wir ja Prime gestartet hatten, hat sich der Rechner komplett ausgeschaltet. Ja, aber jetzt das Test Nummer 2, das gleiche Experiment mit einer GeForce GTX 1060. Ob die das verkraftet, werden wir jetzt gleich ausprobieren. Die Grafikkarte läuft erstaunlich gut ohne
Kühlblock. Allerdings, wie man hier an dem 3D-Mark sieht, taktet er den Chip ganz schön runter, daher ruckelt das auch so und die Temperatur ist auch nicht mehr im grünen Bereich. Wenn ihr aber nicht erst in einem Jahr wieder ein Video von PCGH in Gefahr sehen wollt, dann hinterlasst doch einfach mal einen Daumen nach oben oder abonniert gleich den Channel. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Jahr 2022 und jetzt begebe ich mich mal richtig in Gefahr.